Ich setze hier neue Cycling-Trends, was Fashion angeht. Unterhemd und Armlinge. Aber mein T-Shirt ist so vermockt noch von gestern. Und morgens um 7 Uhr ist es hier. Ich bin jetzt auf dem Weg auf eine Höhe von 1200 Meter. Mit 13 Grad doch noch relativ frisch. Auch wenn jetzt langsam die Sonne rauskommt. Und es wieder verspricht, heute einen Tag mit 30 Grad zu werden. Aber ja, morgens ist es dann doch noch ein bisschen kühl. Und ich brauche jetzt gleich erstmal ein Fleckchen, wo ich gut frühstücken kann. Bisschen Sonne krieg. Und da einfach mal alles ein bisschen austrocknen kann. Jetzt kommt die Belohnung. Das ist mal der perfekte Platz für ein zweites Frühstück. Einmal alles trocknen jetzt richtig. Und ich glaube, ich hüpfe da jetzt einmal rein und dann gönne ich mir mein zweites Frühstück. Perfekt. Das ist schon frisch. Boah, fuck. Nice. Also heute hat der Trail ein bisschen mehr Straßenanteile. Also hier jetzt gerade nicht, hier geht es gerade auch wieder auf dem Schotter hoch. Ich hatte gerade mal meine Handschuhe ausgezogen, weil ich dachte, es würde auf der Straße gehen. Ah, ey. Nachteil davon, dass es halt immer mal an der Straße ist. Es ist auch immer wieder in der Sonne. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, wie krass ich hier gerade am Schwitzen bin. Gerade mal 20 Minuten nach meiner Mittagspause. Erholungseffekt. Niente, er ist wieder weg. Also ich bin echt gespannt, wie das in Spanien wird.